Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin der Bunke und mein neues Projekt ist Edex. Nicht als Stream, wie man es von mir ja eigentlich gewohnt ist auf meinem Kanal, sondern das wird tatsächlich ein Let's Play. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich bin einigermaßen gut zu verstehen. Und legen wir einfach mal los und schauen uns das Spektakel mal an. Bis gleich. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degeneration der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. So erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Thank you.
musste mich hier eben ganz schön zusammenreißen, weil man in alter Piranha-Bytes Gothic-Manier erstmal direkt ausgeraubt wird. Sehr schön. So, nochmal herzlich willkommen, liebe Leute. Oh, ich freue mich so. Also, man muss ja sagen, die Explosion eben, der Rauch aus dem Raumschiff. Und wenn ich diesen Wasserfall sehe, technisch ist das natürlich jetzt kein Witcher oder irgendwas Assassin's Creed-artiges oder irgendwelche Grafikbombasten wie Battlefield oder Schlag mich tot. Aber es hat jetzt schon so ungemein viel Charme einfach nur. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann mir vorstellen, was mich erwartet, so dialogtechnisch etc. Also ich bin sehr gespannt. Mal gucken, ob ich meine Erwartungen nicht enttäuschen. So. Er war Jäger und Sammler. Ja, dann wollen wir mal jagen und sammeln. Oh. Verdammt, mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Ja, nice. Das ist dann mal die deutsche Synchronstimme von Adam Jensen aus Deus Ex. Sehr schön. Fand ich immer sehr stimmig. Wobei das Original, der gute Elias Tufexis heißt er, glaube ich, natürlich noch viel heftiger war. Ich weiß gar nicht, wer ihn hier in Englisch spricht. Mal schauen, wie dieser Mix aus Science Fiction und Fantasy funktioniert. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich. Was ist das? Emotionen? Ach, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein, ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trockenen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Oh, Emotionen. Ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Meine Haut. Ich bin von einem kleinen Menschen kaum noch zu unterscheiden. Auch eine Folge meines Elixierzugs. Also seine Haut sieht wieder normal aus. Er war ja etwas blass am Anfang, um es mal bescheiden auszudrücken. Aber genug. Mit genug Ausdauer kannst du leichte und schwere Angriffe miteinander kombinieren. Je länger diese Kombo ist, desto mehr Schaden verursachst du, okay? Ja gut, das Kämpfen ist auch typische Piranha-Bytes. Leicht, light heavy, light heavy. Also hier muss ich weiter. Sehr verwinkelt alles, da war die Treppe, okay. Da kann ich doch bestimmt drauf.
Das Spiel hilft noch extrem mit am Anfang, habe ich gerade festgestellt. Wasser. Elex. Reines Elex. Oh. Amulett des Abenteurers. Das gucken wir uns gleich mal an. Ist das hier tatsächlich der Start? Ja, ne? Okay, da komme ich nicht drauf. Zumindest nicht von hier. Oh. Ich erwarte, dass das funktioniert. Jetzt gerade ehrlich gesagt Angst, dass ich dabei drauf gehe. Ah, okay, jetzt weiß ich wenigstens, was das so ungefähr abzieht. Hui. Stärke, physische Kraft wieder, erhöht Nahkampfschaden und ermöglicht dir bestimmte Gegenstände dazu, nutzen, Fähigkeiten zu erlernen. Körperliche Verfassung erhöht deine dauerhaft deine Lebensenergie. Agilität, Gewandtheit, Fernkampfschaden. Erhöht je nach Fraktionszugehörigkeit deinen Mana, deine Psykraft oder ermöglicht dir bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. Soziale Kompetenzen. Wenn du ein Outlaw bist, Stimmkapazität. Oh Gott. Nahkampf. Lernpunkte. Elexit wird dann die Währung sein. Stärke und Geschick. Geschick und Intelligenz. Konstitution und Geschick. Die Wucht. Weniger Straucheln. Paradestärke, okay. Oh, sorry. Spezialschlag. Granaten. Jetpack-Angriff. Mutantenkiller. Maschinenkiller. Besondere Trophäen. Mhm. Extra Hitpoints. Deine Ausdauer. Zeigt dir Feinde auf der Minimap an, okay? Geschick. Persönlichkeit. Bekommst mehr Erfahrungspunkte für Feinde. Sowas ist eigentlich immer gut. Sofern deine Kälte zwischen 80 und 100 liegt. Bonus auf Fernkampfschaden. Zwischen 40 und 60 Nahkampfschaden. Zwischen 0 und 20 Magie, Psi oder Stimdauer. Berserker. Magische Waffen zu verbessern. Zugang zu magischen Kräften. Mechanische Waffen zu verbessern. Kein XP-Malus mehr auf Stims. Mehrere Stims gleichzeitig einsetzbar.
Energiewaffen zu verbessern, psionische Kräfte. Ohne Gefährten unterwegs. Gibt es auch einen der Mitgefährten? Spricht denn ja eher der Magier an. Ich bin ja eh immer. Ich spiele meistens ersten Durchlauf als Magier tatsächlich. Eisenstange, Holzpfeile. Schlösserknacken plus 1, Rüstung plus 5. Ja, nice. Gekauft. Aber muss man Kleriker für sein, für den Energiespeicher. Füllt die mentale Energie wieder auf. Was sind das denn für Leute? Kleriker. Ja, jetzt schon total sympathisch. Brauen von Tränken oder direkt konsumieren. 20 Sekunden Resistenz Frost. Magalan ist ein gefährlicher Planet für einen Abtrünnigen. Gejagt von wilden Kreaturen und meinen eigenen Leuten muss ich eine Siedlung der freien Menschen erreichen, um erst einmal in Sicherheit zu sein. Gut. Eine meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Oh, 2 Erfahrungspunkte für eine Ratte. Eisenerz, Pfeil, Elektroschrott, Pfeil, ein Bogen, noch ein Pfeil, Schatulle, Krug, oh, Wein gibt's auch, Der Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Wie mir das immer anzeigt mit diesem Kombo. Was war das? Ein Kartenstück? Das ist ja ganz toll. Das bringt mir jetzt wahrscheinlich noch gar nichts. Kenne mich erinnern nicht aus. Oh, Dietrich. Ja, nice. Erstmal eine Pause. Reicht. So, weiter geht's hier im Text. Was haben wir hier? Oh. Schrott. Heiltränke. Immer her damit. Eine Ratte. Krams. Elixit. Schrott. Hier noch was? Nope. Oh. Dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt.
Nice. Aber gerne doch. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Ich hätte das gar nicht gesehen. Helfen, mich besser fortzubewegen. Zweimal Quadrat halten. Okay. Kallax hat mich verraten. Mehr noch, er hat versucht, mich zu töten. Ich will nicht in Ruhe geben, bis er vor mir im Dreck liegt. Das ist die Triebfeder, die mich weitermachen lässt. Es wird ein langer Weg durch viele Widrigkeiten. Ich bin schwach und muss zu meiner alten Stärke zurückfinden, um meine Rückkehr vorzubereiten, damit ich eine Chance gegen Kallax habe. Crony U4, eine meiner Kampfdrohnen, hat den Absturz offenbar mit einigen Schäden überstanden. Wenn ich ihn reparieren kann, ist er sicher ein vielversprechender Waffengefährte. Oh, das war gerade die Karte. Das war das Kartenstück. Die Karte. Oh. Oh. Ist ja gar nicht mal so viel. Knochen. Achso, kann man. Handwerkliches Talent kann man auch verkaufen. Okay. Huch. Kaputt. Krempel. Könnte wertvoll sein. Schatulle. Schlösser knacken. Magnesiumfackel. Futter. 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 Ein Mana-Trank. Man als Berserker. Gut. Ich will mal so eine Fackel ausprobieren. Oh, nice. Eine Werkerhose. Die ziehen wir gleich an. Klopapier. Kann man auch nicht genug haben. Tote Ratte. Mehr Fackeln, mehr Schrott. Mehr Klopapier. Und Kippen. Oh. Ah ne, war nur Klettern. Gut. Metallschrott. Alles mitnehmen hier, alles mitnehmen. Das Inventar ist grenzenlos. Trockenfleisch. Das ist der Hammer. So. Hau sie kaputt! Overkill. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Hm.
Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Da ist ja schon einer von denen. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Ich komm schon klar. Ist nicht das erste Mal, dass ich hier draußen bin. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ganz wie du willst. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Vorsicht. Du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mir machst du nichts vor. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst, glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unserer Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Na, sehr interessant. Doch bevor uns der liebe Duras hier nach Goliath bringt, mache ich einen Cut. Ja, weil ich es kann.